welch ein Glück. Heute bin ich nicht der einzige Dicke vor der Kamera, sondern hier steht noch einer aus Ingolstadt. Der Audi Q57 TDI Quattro nach der Modellpflege. Den habe ich mir jetzt geschnappt. Unter der Haube 3 Liter V6 Dieselmotor, Allradantrieb und natürlich ein richtig großes Dickschiff, was hier sich eher sehr hohe Beliebtheit da draußen erfreut. Und die große Frage ist, warum ist er denn so beliebt? Was macht ihn so beliebt? Wie fährt er sich eigentlich? Und ist es einfach nur ein Fahrzeug, um das Image aufzupolieren? Oder hat es tatsächlich auch einen wirklichen Sinn, wenn man sich so ein Auto vielleicht sogar zulegt? Das wollen wir heute mal rausfinden. Vergesst bitte hier nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Like das Video, teilt es auch sehr gerne und schreibt mir vor allem, ganz wichtig, eure Kommentare zu diesem Video und zum Audi Q7 unten in die Kommentarbox. Und damit fangen wir jetzt an mit dem Review zum Audi Q7 50 TDI Quattro. Viel Spaß euch! Wer fährt eigentlich solche Fahrzeuge wie den Audi Q7? Vorwiegend natürlich Dienstwagenfahrer, Selbstständige oder aber obere Chefetage, denn die Fahrzeuge sind ja nicht gerade günstig. Das muss man einfach mal so sagen. Dennoch, für viele kommt so ein Fahrzeug als Gebrauchtwagen, so 2-3 Jahre alt, also als Leasing-Rückläufer, durchaus in Frage. Und er bietet ja auch wirklich tolle Vorteile. Schauen wir uns das Platzangebot an. Ein riesiger Kofferraum. Was da untergeht, da könnt ihr einen ganzen Umzug mitmachen. Optional gibt es eine dritte Sitzreihe, die man sogar dann nutzen kann. Die Sitze stellen sich sogar elektrisch auf oder falten sich elektrisch zusammen. Das ist super toll und super praktisch. Auch sehr, sehr schön. Allerdings natürlich die Frage, wie lange halten solche Motoren? Fragezeichen. Ich persönlich bräuchte keinen Siebensitzer. Ich freue mich lieber über den tollen Komfort oder vor allem die tolle Beinfreiheit im Fond, wenn man da hinten einsteigt. Es ist wirklich viel Kniefreiheit. Es ist eine tolle Kopffreiheit. Es ist eine Bewegungsfreiheit da. Wir haben sogar Isofix auf allen 5 Sitzplätzen im Fond. Das ist ein riesen Daumen nach oben. Wir haben eine 4-Zonen-Klimaautomatik, die wir im Fond auch bedienen können, sogar mit Sitzheizung für die äußeren Punkte. Ganz toll gelöst bei den Isofix-Punkten. Auch
dass die hinter einer wirklichen Schutzleiste aus so einer Lederschutzkunstleiste hinter verborgen sind. Da passiert auch gar nichts, sieht toll aus, ist toll clever gelöst. Also richtig clevere Kerlchen da in Ingolstadt am Werke gewesen. Alle Achtung, wirklich mein Hut, imaginär, den ziehe ich vor dieser tollen Lösung. Die Verarbeitung hier im Innenraum ist auch einwandfrei. Es gibt hier gar nichts zu bemängeln. Alle Materialien fühlen sich wunderbar an, sind sauber zusammengesetzt. Spaltmaße, das ist, Audi ist da eh Benchmark für viele, das ist ganz klar. Dennoch, was ich schade finde, dass Audi mit dem Bedienkonzept gefühlt einen Schritt zurückgegangen ist. Die Integration der Monitore wirkt optisch sehr, sehr schön. Das ist auch eine Designersache, ganz klar. Wir haben aber mit den drei Kombi oder mit den drei Displays, die wir haben, aus Kombi-Instrument, Media und Klimabedienung, ja, schon etwas viel Hightech hier drinnen. Das muss man ganz klar sagen. Vor allem, dass die Monitore des Mediasystems so niedrig positioniert sind, sorgt immer wieder dafür, dass der Blick von der Fahrbahn abgewandt wird auf die Displays nach unten. Und das darf einfach in der heutigen Zeit nicht sein, vor allem nicht aus Sicherheitsgründen. Das ist für mich nicht so wirklich in Ordnung. Da trotz guter Sprachsteuerung und Spracheingabe, ich würde sagen, die meisten nutzen trotzdem immer noch ihren Finger, um die Sachen zu bedienen. Oder wie sieht es da mit euch draußen auf? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Genauso, was ich halt auch nicht mag, ist an solchen Lösungen wie diesen Displays, dass es einfach schnell wirklich unschön ausschaut mit den Fingertapsern oder aber mit dem Staub, den wir auch auf diesen schwarzen Hochglanzleisten haben. Warum der Trend immer noch anhält, weiß ich nicht. Auch wieder die Frage an euch, seid ihr jemand, der Hochglanz schwarze Leisten im Interieur haben will? Ich nicht, das gebe ich zu. Aber dennoch, das kann man ja auch ändern. Das lassen wir jetzt einfach mal so da, darum geht es ja nicht. Dennoch ist es halt einfach etwas, was unschön ausschaut. Das haptische Feedback von den Displays, das lobe ich mir. Das ist wirklich gut. Die Bedienung an sich ist auch leider nicht so ganz intuitiv. Viele Sachen sind einfach verschachtelt in den Menüs irgendwo zu finden. Man gewöhnt sich mit der Zeit zwar dran. Dennoch ist es etwas, was ich auch nicht wirklich gut finde, intuitiv finde. Vor allem, wenn man halt kennt die Bedienkonzepte von Mercedes oder BMW gar. Das sind einfach ganz andere Kaliber. Die sind deutlich besser, deutlich intuitiver in der Bedienung. Da sollte Audi auf alle Fälle dann nochmal nachlegen. Unter der Haube haben wir einen 3 Liter V6 TDI, der hier werkelt. Der leistet 286 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment. Das ist völlig ausreichend für ein Dickschiff mit 2,3 Tonnen Leergewicht, wie der Audi Q7 nun mal so dasteht. 6,3 Sekunden auf 100, 241 km/h Topspeed. Der Wagen verbraucht auch nicht sonderlich viel. Das ist jetzt das Nächste. Da kommen die meisten Hater-Kommentare immer von der Öko-Fraktion, sage ich jetzt mal. Die sagen, dass so ein Fahrzeug viel zu viel Sprit verbraucht. Nein, tut es nicht. Also ich verbrauche ihn hier mit 7,6 Litern. Und das runtergebrochen auf einen Tesla Model X mit 25 Kilowattstunden. Da sind wir ungefähr beim gleichen Wert. So, ja, Elektromobilität ist die Zukunft und da möchte ich auch hin. Dennoch sollte man solche Fahrzeuge aktuell immer noch nicht verteufeln. Zu verteufeln ist allerdings ein Punkt, der mich immer wieder an dieser Motor-Getriebe-Kombination stört, aus 50 TDI und 8-Gang-Wandler-Automatik. Das ist die Anfahrschwäche, die diese Kombination bietet. Ich habe es bereits im Audi A6 Video und im Audi A4 Video euch mitgeteilt. Der Wagen hat eine eklatante Anfahrschwäche, die ist auch so im Q7 vorhanden. Gerade am schlimmsten aufzutreten ist sie eben an Kreuzungsbereichen, wo man noch kurz vor dem Gegenverkehr abbiegen will. Und ja, es macht jeder von euch mindestens einmal, da bin ich mir sicher. Und genauso auch auf der Autobahn, wenn man noch mal kurz was überholen will, drückt drauf und dann bremst man leider den Verkehr von hinten unnötig aus. Das ist einfach echt schade, wenn sowas passiert und unnötig vor allem auch.
und kann auch gefährlich sein. Und aus dem Grund bin ich der Meinung, gehört sowas einfach nicht und Audi muss hier nachbessern. Es soll zwar Software-Updates geben, wann die kommen, weiß man aktuell leider nicht, was man so in Foren liest. Und hier hoffe ich jetzt einfach mal, dass Audi wirklich endlich nachbessert, denn der Motor macht an sich eine gute Figur und sorgt dafür, dass er effizient arbeitet. Er hat auch ein schönes Klangbild und passt hier einfach auch wirklich gut in den Q7. Genauso wie die ganzen Assistenzsysteme, die wirklich wunderbar funktionieren. Teilautonomes Fahren mit Level 2 ist möglich. Der Audi kann das und beweist es auch und unterstützt den Fahrer wirklich effizient. Ganz toll auch das Fahrwerk. Wir haben hier ein Luftfahrwerk, was adaptiv ist, passt sich den Gegebenheiten auch an. Die Niveauregulierung kann man verändern. Wer ins Gelände will, kann ihn höher legen. Wer beladen will, muss ihn nach unten, legt ihn nach unten. Auf der Autobahn senkt er sich auch ab, um den CW-Wert zu verbessern. Und es ist wirklich fast schon so ein bisschen Schweben über der Straße. Lediglich so ganz kurze Stöße. Die mag das Luftfahrwerk einfach nicht. Die kann es nicht so gut kompensieren wie ein Stahlfahrwerk. Dennoch ist das hier einfach eine rundum gelungene Kombination. Geringes Geräuschniveau im Innenraum, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und da macht der Wagen dann wirklich seiner Klasse alle Ehre und schafft hier auch wirklich einen tollen Fahrkomfort und auch einen souveränen Antritt. Da gibt es im Grunde nichts zu bemängeln sonst. Sinn oder Unsinn, also jetzt die große Endabrechnungsfrage für einen Kauf zu einem solchen Fahrzeug. Der Q7 macht vieles richtig, hat aber auch einige Mängel, die ich persönlich in dieser Preiskategorie ungern hinnehmen würde. So fangen wir einfach mal an mit den wirklich positiven Punkten, die mir sehr gut gefallen haben. Sehr hoher Fahrkomfort, sehr niedrige Geräuschbelastung im Innenraum, also wirkliches Geräuschniveau. Wir haben sehr viel Platz in diesem Fahrzeug. Das ist Wahnsinn mit Siebensitzigkeit oder vor allem ohne. Ich persönlich bräuchte die 7 Sitze nicht. Aber ansonsten haben wir auch auf der Rückbank sehr viel Platz. Wir haben im Auto sehr viel Platz. Es ist ein sehr angenehmes Reisen. Auch auf Langstrecken macht der Q7 eine sehr, sehr gute Figur und fühlt sich da auch an wie ein Luxusfahrzeug. Also aus dem Grund, das passt alles wunderbar. Auch die Assistenzsysteme sind einwandfrei. Die funktionieren toll. Teilautonomes Fahren ist soweit möglich. Das kann der Q7 sehr gut. Auch beim Verbrauch macht er eine richtig gute Figur mit knapp über 7 Litern. Da sind die Punkte, die mir sehr gut gefallen. Was mir leider nicht gefällt, ist die Motor-Getriebe-Kombination. An sich eine gute Kombination auf dem Papier aus dem 3 Liter V6 TDI und der 8-Gang-Wandlerautomatik. Leider aber in der Praxis zeigt der Antrieb deutliche Nachteile, besonders im Ansprechverhalten, beim Anfahren, beim Beschleunigen, beim Durchzug. Immer wieder, wenn das Triebwerk gefordert wird vom Fahrer, der Fahrer einen Gaspedalbefehl gibt, wird er erst sehr verzögert umgesetzt. Und das sorgt immer mal wieder für ein kleines Problemchen. Man stellt sich zwar mit der Zeit darauf ein, aber es kann wirklich dazu kommen, dass man an einer Ampel oder an einer Kreuzung zu einer etwas gefährlicheren Situation gezwungen wird, wenn man draufsteigt und noch kurz irgendwo rüber will und dann versagt dieses Ansprechen. Das ist sehr schade. 100.000 Euro übrigens kostet unser Testwagen, so wie er hier steht. Das ist schon eine Stange Geld, keine Frage. Die meisten Fahrzeuge werden eh verleased, da ist es dann völlig wurscht. Für diejenigen, die ihn dann gebraucht kaufen, die kauft man dann ungefähr, wenn sie 2 oder 3 Jahre alt sind. Und dann haben sie nur noch rund 50% Restwert. Mir persönlich, ich hoffe, der Restwert war gut für euch, vor allem der Mehrwert. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und lasst uns jetzt ein bisschen über den Audi Q7 diskutieren. Ich freue mich sehr darüber und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.